Tag, Servus und hallo, Iris, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda. Wir waren hier oben, haben den Loot eingesammelt und wollten auf dem Weg nach unten uns ein bisschen umschauen. Düdeldüdeldü, ist hier auch was Schönes, wo man sich umschauen kann. Jetzt ist natürlich, jetzt zieht's zu. Wir haben Lack. Schade, ich glaube, da kann man was wegspringen. Direkt unter uns. Das kann aber auch täuschen. Lassen wir uns ablenken oder lassen wir uns nicht ablenken? Da ist der Tempel. Der ist aber sehr versteckt. Kann ich dich markieren? Du kannst keine weiteren Markierungen mehr setzen. Wo habe ich denn eigentlich so viele Markierungen gesetzt? Also das sind die zwei Höhlen. Das lassen wir mal. Was warst du denn? Okay. Dann gehen wir eh noch hin. Dann löschen wir das mal. Da ist nämlich ein Tempel gewesen. Und das ist der eine Turm. Den können wir auch löschen. So, dann markieren wir doch dich da mal. Du scheinst mir sehr versteckt zu sein. Da weiß ich nicht, ob ich dran denke. Bei dem anderen, den haben wir uns ja schon so oft angeschaut, langsam wissen wir, dass dort noch ein Tempel versteckt ist. An diesem Goronensee. Mann, dass wir nicht zu dem Wald können. Also, ihr habt gesagt, es gibt wohl schon eine Möglichkeit, in den Wald reinzugehen. Ich bin am Überlegen, diese zu suchen. Oder auch nicht zu suchen. Ich weiß noch nicht. Ich will dahin. Okay. Kein Krog. Aber schaut mal, da ist der See. Ich weiß nicht, ob ich das von unten kapiert hätte. Irgendwie... Oh, ein Tempel. Oh, ein Feuer. Oh, ein Gegner. Yay. Okay, wenn das der ist, dann ist der andere... Jetzt so die Frage, ne? Ist der unterirdisch, also in irgendeiner Höhle? Aber der hat hier anscheinend auch Höhenmeter drin, ne? Hat der nicht. Das heißt, das könnte eine Insel sein, auf der vielleicht der Schatz ist. Wir suchen ja den Schatz, ne? So. Es ist ja schön, dass du hier bist. Ach, ich freue mich über dich. So. Und wir haben ja jetzt eigentlich eine stärkere Rüstung, ne? Eigentlich könnte man jetzt versuchen, den mal aufs Maul zu geben, aber ich habe meinen Kampfenthusiasmus noch immer nicht gefunden. Das sieht da drüben auch so groß aus, ne? Hey, du! Hey, you! Wow. Der hat doch... Guck mal, der hat einen Hut auf. Guck mal her. Und Schwerte unten drin stecken. Das ist so ein Skelett. Oh, oh. Nee. Oh ja. Das ist den, den wir am Anfang gesehen haben in der Höhle unten drin. Warum steht denn der random hier rum? Was tut der denn jetzt hier verdecken? Was ist dahinter? Ach, noch. Erkaltete Lava. Okay, wir könnten darüber fliegen, aber... Okay, nee. Ich dachte, das hier rechts, das wäre Stein, was man kaputt machen kann. Ist es aber nicht. Habe ich mich dann ge... Oh, da hätte man auch aufgekonnt. Oh nein, dann hätten wir hier rüberfliegen können. Das ist ja jetzt ärgerlich. Da war bestimmt der Krog drauf. Die Szene erinnert so ein bisschen an König der Löwen, ne? Ob da auch Flashbacks? Oh, die hätten da... Gut. Gut. Okay, genug Schmarrn gemacht. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute mal ohne Kamera mal wieder. Weil, bin gerade aufgestanden. Und es ist Sonntag. Und ich will das niemandem antun. Steine. Oh, der ist Gold. Der ist Gold. Da kann was Gutes drin sein. Nein, dich nehmen wir nicht. Wir brauchen mal einen neuen Hammer.
Ein Rhodonit. Schön. Wir hätten uns natürlich alle einen Diamanten gewünscht. Vor allem, nachdem uns jetzt 3 weggenommen wurden. Oh, noch ein Rhodonit. Aber man kann ja nicht alles haben. Wer bist denn du? Ich weiß schon, was uns am Ende ausgehen wird. Nämlich irgendwelcher Loot von diesen Gegnern. Weil ich immer den ausweiche. Ich merke gerade, ich hätte vielleicht erst frühstücken sollen. Naja. Haben wir was ohne Aufsatz? Ein... Wisst ihr was? Ich schleppe die Teile die ganze Zeit mit mir rum, ohne dass es so einen richtigen Sinn hat. So. Ist doch auch nett. Nehmen wir jetzt aber nicht her. Wir verbrauchen erstmal das, was wir haben. Ein bisschen schneller vielleicht. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe Hunger und will frühstücken. Hallo. Nein, jetzt fällt das trotzdem da rein. Oh, genau das wollte ich doch verhindern. Nein. Okay. Erstmal heilen. Mögt ihr so Thermalbäder? Eine Art finde ich das cool. Auf der anderen Art... Ja. Doch, eigentlich ist das schon cool. Ich bin auch jemand, wenn der... Also ich tue sehr gerne über Weihnachten baden. Das ganze Jahr interessiert mich die Badewanne nicht. Aber zu Weihnachten. Beziehungsweise / im Winter. Das hört ihr wieder. Das kann doch nicht sein. Ich hätte gerne einen Bogen, der leise ist. Hier könnten wir uns ein Auto bauen. Ja, genau. Im Winter, da ist heiß begehrte Badewanne. So richtig mit Kerzen aufstellen und ein Glas Wein oder ein Kakao. Und irgendeinen schönen Badezusatz. Und dann da vielleicht noch den PC aufbauen, den Laptop. Und ein Filmchen gucken und da einfach 1-2 Stunden drinne gammeln. Oh ja. Und dann beim Rauskommen knallt es erstmal den kompletten Kreislauf zusammen. Hm. Was ist für Musik? Sollen wir mal unsere Maske probieren? Bin ein bisschen nervös. Das ist wie so ein erstes Date. Hi! Magst du mich? Ich finde dich auch hübsch. Irgendwie tut es mir jetzt leid, dass wir jetzt das machen müssen. Oh. Der hält aber auch wieder ganz schön viel aus, ne? Hast du mal deine Waffe fallen lassen? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Aua. Das tat mir jetzt schon leid. Er war schon echt süß. Oh Mensch. Ich fühle mich schlecht. Oh Menno. Aber lustig war es. Wir laufen jetzt auch so geduckt. So. Okay, das hatte was. Ich hätte gerne das für so ein Skelett noch gehabt. Ich meine, das hier ist ja auch einer der großen Gegner. Naja. Schade. Kopfbedeckung. Wie sehen denn die anderen aus? Okay.
Ich auch sehr schön. Die hat natürlich was, ne? Jetzt haben wir eine wehende Mähne. Ah, mein Bogen ist zu schwach. Und hier läuft so viel Fleisch rum, aber ich verliere es jedes Mal. Waren die eben schon da? Und er ist weg. Auf nie wieder gesehen. Wenn man so auf dem weiten Feld steht, wie weit kann man ihn eigentlich rollen lassen? Ich meine, der rollt ja bis, keine Ahnung, bis wohin. Fallen mir mit ihm jetzt eigentlich die Kämpfe für diese fetten Bosse? Also, Gegner sind ja keine Bosse. Aber eigentlich sind schon Bosse. Jetzt leichter, wie den einen, den wir da uns gerade markiert hatten. Okay, wir könnten ein Auto bauen. Wollen wir Auto bauen? Ach, ich komme doch eh nicht weit damit. Und sind wir mal ehrlich, so wirklich schnell ist es auch nicht. Okay. Da hinten waren wir. Das zählt jetzt ein bisschen mehr zu oben. Also dich nehme ich auch, dich nehme ich auch. Nein, nein, nein. Ausdauer. Na gut. Da, Pfeile. Eins, zwei, drei. Siehst du, war gar nicht schlimm, dass wir daneben geschossen haben. Kriegt man alles wieder. Oh. Wie kann es eigentlich passieren, dass wir jetzt schon wieder keine Leben haben? Verstehe ich nicht. Sind eine Dinger vielleicht was drin? Aha. Jannablume. Ja, brauchen wir nicht mehr. Wir sind doch jetzt Profis. Ja. Da drüben ist Frischfleisch. Jo. Hier muss doch noch was sein. Zu dem einen Ableger jetzt eine Kiste gewesen. Ja, ihr müsst da jetzt mal kurz durch, dass wir das ablaufen. Es ist nämlich eigentlich, es schreit eigentlich förmlich danach, dass irgendwo noch was drin ist. Irgendwie drehen sich meine Gedanken nur um Frühstück. Ich bin gar kein Frühstücksmensch. Frühstücke so gut wie eigentlich nie. Aber heute, die ganze Nacht WoW gespielt, könnte man doch mit einem schönen Frühstück eigentlich starten. So Rührei mit Speck. Ja, ab und zu kommt auch Fleisch auf den Tisch. Was könnte man noch dazu tun? Rührei, Speck. Aktuell gibt es ja kein Brot bei mir. Avocado mit Tomaten. Ja, mein Frühstück steht. Da können wir was kaputt machen. Ich wollte schon wieder... Ich wollte gerade den Pfeil da reinjagen. Nein, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass er da ist. Echsenbau. Ja dann. Nö.
Echsenbau. Ob das jetzt zu dieser, zu diesem zweiten See führt? Da steht eine Kiste. Ah, das ist wahrscheinlich der Schatz, ne? Der ist genau zwischen den beiden. Wieso heißt eine Echsenbau und hier ist keine Echse? Ich dachte, wir kommen jetzt so in so ein... Weiß ich nicht. Wie in so ein Lager, wo jetzt nur ganz viele Echsen sind. Wie bist du? Oh, ein Opal. Na, dich sollten wir schon mitnehmen. Kiste! Leute, Kiste! Na, da hängt jetzt aber auch nicht irgendwas, was runterkommt, oder? Aber irgendwie, es fehlt ja noch das Majori. Majoi. Da, hinten. Da. Okay. Nice. Rudania-Helm. Oh, Brandschutz! Gott sei Dank haben wir uns das nicht gekauft. Kann man alles finden? Das waren 1700 oder so. Der war richtig teuer, der Helm. Der Helm eines Kriegers, der in längst vergessenen Zeiten die Goronen beschützte. Er soll das Band mit den Goronen stärken, wenn er von den Hylianern getragen wird. Kann es sein, dass das die ganze Ausrüstung aus dem ersten Teil ist? Und wir deswegen auch alles nochmal finden können, weil wir sie damals, warum auch immer, sind wir losgegangen und haben unsere eigene Ausrüstung in Höhlen versteckt für den Fall, dass wir mal wieder losziehen müssen. Nein! Oh, die Ausdauer. Das habe ich gerade gar nicht beachtet. Nein, verdammt. Gut. Dann haben wir eine richtig schicke Höhle gefunden. Die Quest beendet. Das war schön. Das hat mich sehr gefreut. Sieht sehr gut, dass wir uns so rumgeschaut haben. Und nicht gleich nach oben gegangen sind. Wollt ihr nämlich eigentlich schon nach oben gehen? Jetzt quietschen wir die ganze Zeit. Oh, das klingt wie... Ich ändere das mal. Ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendjemand von euch triggert. Das klingt nämlich so ein bisschen wie so Quietschekäse. So die schlechten Arten von Halloumi. Die... wenn man sie nicht gut brät, einfach die ganze Zeit quietschen. Nur so Grillkäse, der, wenn man essen, also an den Zähnen, während man kaut, einfach nur quietscht. Ganz schlimm. Gibt übrigens auch welchen, die nicht quietschen. Gibt einen ganz leckeren Halloumi. Da steht ganz fett Halloumi drauf. Die Packung ist so weiß-blau. Oh, oh, ach, ist es Tag, ist es Tag. Wir haben hier nichts zu befürchten. Hallo, grüße dich. Blub, blub, blub. Ich traue mich Dinge. So, wir können ja mal markieren. Wie lange haben wir denn noch? 13:45. Na, gucken wir mal. Ob wir vorher hier wieder weg sind. Dass wir so eine lange Waffe haben. Mann, mein Loot wird immer verteilt. Nee, war ein Opal. Ich dachte es gerade, es wäre ein Diamant.
Schick. Und da jetzt die Kiste gewesen wäre. Hier nix. Da auch nix. Wo ist mein Loot? Ist da jetzt, sind da nur zwei Steinchen rausgekommen oder sind die jetzt so weit weggeflogen? Vielleicht doch wieder selber zu hackeln? Jo, fremdes Lager oder gutes Lager? Oh. Oh. Gleich wird gekämpft. Hallo, Holm. Lange nicht mehr gesehen. Ach nee, warte mal. Du bist Torin. Du bist die andere. Hä? Solltest du nicht ein Mädchen sein? Ja. Ich dachte, das war eine Anführerin. Was gibt's denn? Wir sind gerade im Einsatz gegen diese Monster. Moment mal. Link? Aber ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Torin, wir haben uns im Schloss Hyrule bei der Suche nach der Prinzessin kennengelernt. Sag mal, bist du etwa hergekommen, um uns zu helfen? Wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, die ein Stück weiter davor uns ihr Unwesen treiben. Wir wollen uns zunächst ihrem Aufenthaltsort nähern und dann sofort angreifen. Wenn es dir nichts ausmacht, Link, dann hilf uns doch, dieser Monsterplage ein Ende zu bereiten. Och nö, eigentlich habe ich gerade andere Dinge vor. Nicht was. Nimm mir den da. Komm. Ich kill die schon mal, bis ihr da seid, ne? Das braucht ja ewig. Wo ist denn deine Monsterplage? Mein Ohr juckelt. Was ist das da drüben? Nix. Wo sind sie denn? Hä? Wo? Hallo? Hallo? Er war doch gerade hinter mir. Hä? Ich dachte, die kommen jetzt mir hinterher gelatscht. Also nicht mir hinterher, aber den Weg nach unten. Wollt ihr mich jetzt verscheißern? Wo waren die denn jetzt hin? Die waren doch hier in die Richtung gestanden. Und dann hat er gesagt, ein bisschen weiter davon. Ach, da ist eine Höhle. Ja, habe ich gesehen. Mann, ich würde eigentlich gerne den Loot noch holen von diesem kleinen Bäumchen, aber... Holle! Ja, ihr macht es mal, ne? Ich erkunde die Höhle. Okay, machen wir später. Dann gehen wir mal mit rein. Guck mal, wir können doch hier... Was passiert eigentlich, wenn ich das auf? So, auf wen hauen die jetzt eigentlich drauf? Ja, ist ja gut hier. Oh, die sind aber ganz schön stark. Das könnte schief gehen. Ich will nichts sagen, aber das könnte schief gehen. Hier ein bisschen Angriffskraft erhöht. Bei Kälte Eisangriff. Nee, das haben wir nicht. Mitten im Kampf. Erstmal ein paar Himbeeren essen. So, dann ziehen wir uns mal was Besseres an. Damit es auch weh tut, wenn wir zuschlagen. Wo ist denn unser Set? Da. 21er Schutz. Sehr schön. Und unsere stärkste Waffe? Ja, ist leider schon so ziemlich die. Na gut. Und er steht da hinten und macht gar nichts. Cool. Seinen Job hätte ich gern. Was? Wir hätten auch die Bobbelmaske aufsetzen können, ne? Das wäre sicherlich auch interessant gewesen. Oh, das ist der Große. Oh, oh, er haut zu. Oh je, Mine. Der macht aber sehr viel Damage. 8. Mann, warum können die da nicht ranschreiben, so eine kleine Zahl, wie viel was heilt?
Müsste ich da nicht immer so durchscrollen? Oh, oh, Gott sei Dank, Junobo. Hat den Arsch gerettet. Ja, schwarzer Moblinhorn. So. Erstmal Loot mitnehmen. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Das erklärt mir jetzt mal. Was ist das eigentlich für eine Truppe hier? Hm. Na gut, ich passe eigentlich ganz gut da rein. Statt zu kämpfen, laufe ich erstmal rum und suche mir den ganzen Loot zusammen. Von mir. Du hast so einen langen Knüppel. Das ist voll unfair. Ja, das kann ich auch, du Arsch. Ja, ja. Genau. Loot? Nimm's doch mit. Ob mich die Soldaten angegriffen hätten, wenn ich die Maske gewechselt hätte? Das wäre auch interessant gewesen. Geschafft! Wir haben sie ja alle besiegt. Wir haben gewonnen und das nur, weil alles so hervorragend gekämpft haben. Ja, vor allen Dingen du, muss ich sagen. Du warst hier sowieso der Mutigste. Link, hab Dank für deine Hilfe. Dürfte ich dich vielleicht bitten, mir einen Augenblick lang zuzuhören? Du hast die Bestien fast im Alleingang in ihre Schranken gewiesen, Link. Alle Achtung und Riesendank. Verzeih meine Unverblümtheit, aber du scheinst ja gar nicht das berühmte Schwert zu tragen, von dem man erzählt. Deine viel gerühmte, besondere Klinge. Ich stelle sie mir viel prächtiger vor als das, was du da trägst. Ach, verzeih, wie dumm von mir, wie ein Tor nur auf Äußliches zu achten. Wahrer Wert steckt doch im Inneren. Hier, dein Lohn und vielen Dank für all deine Mühen. Link, ohne deine Hilfe hätten wir diesen schwierigen Einsatz nie und nimmer zu Ende bringen können. Wir geben uns nun als nächstes zur Brücke von Akala, irgendwo im Nordosten von Hyrule. Die Monster schlafen schließlich nicht. Na gut, oder doch, manchmal eben. Das ändert aber nichts daran, dass unsere Arbeit weitergehen muss. Fürs Erste heißt es damit Leb wohl, Link. Ich hoffe inständig, dass wir uns dereinst erneut begegnen werden. Möge Göttin Hylias Segen dich auf deinen Reisen behüten. Oh, Recke. Hier. Ja, himmelt mich an. Ja. Ich sollte vielleicht noch eine Runde schlafen. Lud? Ludi, Lud? Hm, Ritter Zweihänder. Hat hier irgendwie was, ne? Aber haut auch so unendlich langsam zu. Und hier ist rückgängig. Und tust du immer noch rot leuchten. Dann nehme ich dich mit dafür. Junge, gibt's hier noch einen schönen Loot? So, das Mayoi ist auf jeden Fall nah, das hat man gerade schon gehört. Wo bist du denn? Ja. Zelda macht auch so unendlich viel mit dem Sound, ne?
wie viel Schaden der uns gedrückt hat, ne? Den ich gerade so betrachtet. Wir hatten nur noch 2 Herzen und wir haben die beste Rüstung an, die wir haben. Das tat schon ein bisschen weh. Wir brauchen einen neuen Hammer. Nein. Dich können wir doch nehmen, oder? Nein, können wir nicht. Sah so aus. Ich möchte aber bitte einen roten Stein haben. Da oben geht's nicht weiter. Dann schauen wir da weiter. Aber hier ist, ich glaube, hier gibt es leider keinen Schatz in dem Sinne. Was ein Stein. Was haben wir denn? Haben wir jetzt irgendwas, wo nichts dran hängt? Nein, also brauchen wir etwas, wo nichts dran hängt. Bin gleich wieder da. Hier, dich bitte mitkommen. So. Ich könnte es zwar auch mit ihm machen, aber dann liegt der Loot immer irgendwo. Das ist auch ein bisschen anstrengend. Wir haben jetzt schon 2 Quests erfüllt. Einen Tempel gefunden. Heißt nicht Tempel, egal. Einiges an Loot bekommen. Gute halbe Stunde, oder? Weil es auch selten ist, dass man in Zelda rumläuft und eigentlich nichts findet. Aber hatten wir auch schon. Okay. Habe ich denn jetzt alles, was man hier so tun kann? Das sind Schwerter. Was liegt da? Können wir noch was machen? Was ist das denn? Oh, das war noch lohnenswert. Das haben wir. Am Eingang war noch ein Stein, den man kaputt machen konnte. Bogen. Steinchen kochen. Kochen müssen wir noch nicht. Und das Majoi-Heim hier. Hier sind noch ganz viele Schwerter. Die brauchen wir nicht. Ich überlege gerade, ob wir eine Sache weg... Ja, guck mal hier. Das brauchen wir doch nicht. Wir brauchen nicht 2. Nehmen wir uns lieber noch einen Hammer mit. Es passiert nämlich öfter, dass wir das kaputt machen müssen. Zum Beispiel hier. Oh. Oh nein, jetzt ist es Nacht. Jetzt ist das Skelett am Leben. Das können wir kurz ändern. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, dem zu begegnen. Bis morgen. Vorstellen, dass das eigentlich hier... Ja, aber welche von den 2? Die gelbe Höhle war, also die gelbe Markierung, rechts unten seht ihr es, dass die war. Aber da muss hier eigentlich noch eine Höhle sein. Hm. Ja, muss da hinten eigentlich noch eine Höhle sein. Die waren ziemlich nah beieinander und so in der... Ja, so eine Einkerbung gelegen. Was ist das da? Hier, grüße dich. Dich hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Bogen. Und dann dich. Komm, mach A. Mach doch vorher A. Musst du gar nicht A machen. Mach A. Wow. Yep. Aua. Wieso ging denn jetzt das Schwert vorne dran kaputt? Das ist doch wieder total unlogisch.
Was? Drache. Ist das der gleiche? Ja. Okay, der ist immer hier, ne? Also wenn wir den mal suchen, dann auf jeden Fall müssen wir einfach hierher kommen. Verrosteter Schild. Ja, yeah, ja. Yeah. Wow. Ja, nee, lass mal stecken. Aber die Pfeile nehme ich mit. Kann man das wegspringen? Hier, du. Ja, komm. Oh. Diamant, 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 Diamant. Schade. Bisschen gehofft, dass jetzt hier diese Höhle ist. Da zählt es vielleicht als die zwei Höhlen. Wir haben ja an sich, haben wir ja zwei Höhlen gefunden. Nämlich hier und dort. Das kann schon... Das sind die wahrscheinlich. Die waren hier hinten so gelegen, das konnte man ja nicht sehr gut markieren. Ich glaube, wir haben die zwei Höhlen gefunden, die hier waren. Oh, guck mal, hier ist auch noch so ein ganzer Bereich. Und hier müssen wir uns auch noch umschauen. Wie gehen wir denn jetzt am besten vor? Wir müssen natürlich hier diesen Kreis noch ablaufen. Wir könnten uns aber erstmal das hier anschauen, weil dann können wir sagen, wir können das hier abschließen. Ja, das machen wir. Jeden Fall ein Schrein, den wir noch anfassen können. Und unten lag, glaube ich, noch... Ich stand ja schon mal oben auf dem... Das ist ja süß. Weil du im Schatten bist, brennst du nicht, oder wie? Jetzt auch auf das da unten schicken kann. Kannst du mir mal bitte den da kaputt machen? Ja, hat funktioniert. Und dann bitte einmal. Oh. Upsala, ich wollte dich noch gar nicht losschicken. Den kleinen da vorne, der in die andere Richtung guckt und total hinterhältig ist. So. Oh Gott, ich sehe die Richtung nicht. Haha! Ich bin wie Thorin. Ich lasse andere für mich arbeiten. Man denkt sich halt so. Will ich da hoch? Bringt mir das was? Ist da oben vielleicht ein Krog? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da ein Krog ist. Es war doch im ersten auch. Da war auch so ein fetter Turm gewesen. Und obendrauf war, glaube ich, ein Minispiel. So. Jetzt habe ich euch heute schon so viel erzählt und Fragen gestellt, dass mir jetzt, wo wir jetzt die Kletterpassage haben, die Themen ausgehen. Obwohl Schweigen kann ja auch mal ganz angenehm sein. Ich halte mal den Mund, bis wir oben sind.
Oh-oh. Oh-oh. Zum Glück habt ihr hier einen Profi, der spielt, ne? Okay, da haben wir wieder so einen dicken. Die Welt, die wir da drüben sehen, die werden wir nie erreichen. Dieses Grüne drüben ist nicht mehr dafür da, dass wir dahin können. Da hört die Welt auf. Ich glaube, man schafft es auch nicht drüber zu fliegen. Also wahrscheinlich schon mit ein paar Cheats und ein paar Dingen, die man sich bauen kann, wird man das wahrscheinlich schon schaffen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Wand ist, einfach nur. Oder ob man wirklich da drüben noch einen Ticken laufen kann. Da haben wir noch einen Schrein. Gehen wir jetzt dahin? Nee, wir haben gesagt, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Wir halten uns an den Plan. Gut. Ein bisschen überschaubar auf jeden Fall. Übersicht geschafft. Sieht gar nicht so spannend aus da drüben. Na, da ist genau, da ist dieses Skelett. So, wir nehmen den Loot mit. Und komm her. Nimm dich einfach und schmeiß dich nicht dahin. Ich wollte dich da drauf schmeißen. So. Ach Mann, wenn immer alles schief geht innerhalb von 2 Sekunden. Mach mal jetzt her. Wie immer vor ihm wegläuft. Wollen wir das nochmal machen? Irgendwie war es ja lustig. Da ist wieder so ein... Na, sowas halt, ne? Diese Zunge. In your face. Okay. Oh, der hat einen schönen Bogen. Gib mir deinen Bogen. Ja. Ach, das ist dieser Bumerang. Ich wollte sagen, hier ist noch einer, aber das bin ja ich. Oh, ich muss niesen. Hm. So, den Exhal-Bumerang möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Mit dem komme ich nicht wirklich gut zurecht. Was haben wir hier? Da haben wir Fleisch. Was ist das denn? Oh. Hier, komm mal hier. Kannst du mal bitte da hinten? Okay, einen haben wir erwischt. Cool. Können wir noch was kaputt machen? Der ist ein Pilz. Pilz. Hm.
Wenn du mir so direkt in die Arme läufst, dann muss ich das ja leider tun. Will? Will? War jetzt hier nichts drin? Ein Saphir. Okay. Da oben ist wieder so ein Miesling. Das wollte ich nicht, aber okay. Da war einfach mal ein random Diamant drin? Wie cool ist das denn? Kann ich die eigentlich anfassen, wenn ich das andere anhabe? Das war Absicht. Das wollte ich genauso. Ich hab gezielt, habe ihn aktiviert und dann ist er genau auf dieses Ding geflogen. Sind wir auf Kurs? Ja doch, ne? Ist gut eigentlich, wenn wir hier lang laufen. Ja, passt. Vielleicht was essen? Schlecht. Tschüss. Oh. Schießt ja von da oben. Dankeschön für nichts. Es war keine Hilfe. Jetzt ist mein Loot weg. Nein. Guter Loot. Beinahe übersehen. Ich hab noch nicht genießt. Kennt ihr das, wenn so ein Nieser an der Nase stecken bleibt, wie man so sagt? Unangenehm. So, wir möchten bitte nach einer Höhle. Schade, wenn man sich die Höhlen anzeigen lässt, dass er, also dass das Spiel nicht, also nur noch die anzeigt, wo man noch nicht war, sondern er zeigt ja alle an. Nee. Wir sollten sparen. Kiste! Ein Steinspalter, den nehmen wir mit. Ach, haben wir eh Platz. Steinspalter sind immer gern gesehen. Boah, ich dachte, wir wären an dem schon vorbei. Wir kommen dem einfach nicht wirklich näher. Mal regeln? Hallo? Kannst du mal bitte regeln? Mensch. Au. Au. Das war relativ dumm. Oh, oh. Geilste Waffe dafür. Es ist nicht besser. Grundlegend. Ich habe aktuell überhaupt keine guten Waffen. Oh.
Ups. Oh, danke, Tulin. Machen wir überhaupt Schaden? Oh. Ah, nee, hat gereicht. Sehr gut. Und? Exalschild. Mit Schildblock plus 4. Ja, dann haben wir dich doch weg. Schön. Nein, da gehen wir jetzt nicht runter. Wir hoffen, das finden wir einfach nachher auch, wenn wir dann unten sind. Und dass man da noch was abbauen kann. Ein einsamer Stein in der Prärie, aber leider kein Krog. Wir haben erst einen Diamanten wieder gut gemacht. Das ist ein bisschen wenig. Oh, hi! Den haben wir schon. Schön, wenn die in die andere Richtung gucken. Nein, 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 nein. Oh, da ist fast zum Wegspringen. Wer will denn hier was von uns? Ach, da ist noch einer gewesen. Kleines Aas. Die sind so schnell, dass sie sich wieder da rein tun. Egal. Müssen wir uns gerade gar nicht mit beschäftigen. Ein Rhodonit. Würde mir interessieren, ob das wirklich Zufall ist, was man bekommt, oder ob das... Aua. Sag mal. Du mit deinem Stein hast hier immer... Opa. Echt eine große Klappe. Ich glaube, eine Sache ist weggerollt. Ist das vorprogrammiert, was in welchem Stein drin ist, oder ist es random? Und wird erst entschieden, wenn man es kaputt macht. Okay. Ja, dann fangen wir jetzt eigentlich mit dem Weg nach unten an. Wo wir jetzt schon runtergehen, dann waren wir hier nicht. Obwohl, das ist noch nicht der Weg nach unten. Das sieht nur so aus, als würde es da runtergehen. Hm. Wir haben übrigens im Stream ein neues Spiel angefangen. Nämlich Remnant 2. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben damals auch Remnant 1 gespielt. Und das ist im Prinzip ein Shooter. Im Koop-Modus. Aber nicht so einfach. Also schon, ja, wir hätten vielleicht auch eine andere Schwierigkeitsstufe nehmen können. Dann hätten wir uns vielleicht... Okay, lassen wir das. Etwas, naja, was heißt einfacher getan? Nee, eigentlich tun wir uns ganz gut. Ah, es ist ein bisschen herausfordernd. Es macht sehr viel Spaß. Ihr könnt ja mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Wenn ich jetzt hier weitergehe, bin ich bald zu weit oben. Ja, so eine hohe Ebene wollte ich gar nicht. Aber nach unten wollte ich jetzt auch nicht.
Oh, oh. Naja, wir haben wenigstens beide erwischt. Da muss einer nicht traurig sein, weil der andere nicht mehr da ist. Das ist egal, wie man es sagt. Es wird einfach nicht besser. Der könnte ein Grog sein. Nein. Aber wenn wir da unten lang gegangen wären, wären wir jetzt nach unten gekommen. Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir müssen uns merken, dass wir nach dem Schrein da nochmal ein bisschen hochgehen müssen. Um diesen Zwischengang auch zu erledigen. Irgendwie führen die Wege jetzt hier auch nach unten. Also Mond gucken. Wo ist Mond? 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 Es ist doch sauhell. Da muss doch irgendwo der Mond sein. Kein Mund. Da ist wieder ein Papa. Diese Knusper ist wirklich toll, ne? Also danke auch dafür den Hinweis. Ich glaube, ich hätte ihn im Leben nicht benutzt oder irgendwann vielleicht mal, wenn ich mich damit beschäftigt hätte, was ich da denn so habe. So, jetzt macht Papa erstmal die Kleinen platt. Das sollte auch reichen. Und dann können wir Papa platt machen. Komm, hau auf den einen drauf. Der explodiert dann vielleicht. Das wäre gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Komm. Hau drauf. Auch aber schon ganz schön lang, hm? Oh. Nee, 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 nee. Mach mal weiter. Der Popo ist auch so ein Schlippi-Mensch. Schlippi-Wesen. Yep. Er fühlt sich gut. Komm mal hier. Die können wir aus der Ferne angreifen. Also fertig machen. Oh. Das war jetzt ärgerlich. Hat er wieder volles Leben? Nee. Schnell nehmen. Schnell nehmen. Nein, 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 nein. Den wollen wir haben. Den wollen wir haben. Was schmeißen wir denn raus? Was geben wir ihm denn? Oh. So eine Keule? Ein Hartholzstock? Verdammt, ich kann es nicht nehmen. Ich schaff's nicht rechtzeitig. Oh, wie ärgerlich. Sollen wir den mal nehmen? Bergspalter. Ich kann gerade gar nichts ausrüsten. Shit. Da ist er wieder. Haha. Naja, gut, so viel Stärke ist er auch nicht. Dann kämpfen wir damit. Wo kommen die denn jetzt her? Ich brauche ich jetzt gar nicht.
Ich weiß nicht, ob das die Irrknospen wert waren. Ach komm. Habt ihr nicht mal Feierabend? Haben die eigentlich auch eine Bewandtnis oder laufen die einfach nur in der Gegend rum? Oder beschützen die auch was? Da wäre ein Schmetterling zum Einfangen. Da ist ein bisschen Fleisch. Wie weit sind wir denn auf der Map? Wie weit laufen wir denn noch? Na guck mal, weit müssen wir nicht mehr. Hier ist ja dann schon die... Wir sind ja schon auf der anderen Map unterwegs. In Ruinen haben wir uns da eigentlich zu Ende umgeschaut? So, eigentlich wechseln wir jetzt gerade die Map. Da würde ich sagen, sind wir im oberen Bereich fertig. Habe ich die schon? Nö. Da wo der liegt, kann auch gerne mal ein Höhleneingang sein. Runterfliegen und kurz hier die Felswand anschauen, oder ich könnte runterfliegen, dann schauen wir uns den Part hier kurz an. Und dann gehen wir hier so wieder zurück. Hier waren wir auch überall noch nicht. Oh Gott, hier waren wir überall noch nicht gewesen. Da. Fragen über Fragen. Die überlassen wir Zukunfts-Anje. Mit unserem schönen, schönen neuen Helm. Oh, halt, stopp. Ich verabschiede mich gleich. Haha. Was ist das denn? Na gut. So, verabschiede ich mich für euch. Ich wünsche euch noch einen, in dem Fall, ich sage ja immer die Wochentage, ne? Aber das ist natürlich blöd, wenn ihr es an einem Montag guckt oder so. Deswegen nehme ich mal die Wochentage raus und wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.